Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 9. September 2021, und unser DAX, den hat zum Mittwoch ein bisschen vermöbelt gehabt. Der hat hier gut eins auf die Nase, auf die Mütze, gegen den Kopf bekommen, hat sich auch ordentlich den Kopf gestoßen und ja, liegt jetzt unten. Also Surprise, Surprise, ne? Jetzt zum Mittwoch noch nicht kommen sehen. Hätte gedacht, er macht das zum Donnerstag. Macht es aber eigentlich fast noch interessanter, weil der Donnerstag in der Regel die richtigen Ausbruchstage sind und er, wie sag mal, hier noch so ein kleines Fenster offen hat. Ihr seht es ja auch am Pfeil. Wir hatten da jetzt noch gar nicht so explizit jetzt in den letzten Tagen drüber gesprochen. Das ist schon ein paar Tage her, dass wir über den Trigger gesprochen haben. Ich glaube, da standen wir noch hier. Und welche Bedeutung der hat. Grundsätzlich ist es ja so, dass der DAX sich oft in einer Bewegungswelle an der vorherigen orientiert. Ne, und da hatten wir zu dem Zeitpunkt, als wir hier standen, gesagt, also es kann sein, dass er also diese Strecke von dem hoch jetzt nochmal nach unten wegschrubbt, einfach, ne, dass er einfach das Ding nochmal richtig nach unten durchdrückt. So, und da hat man das Ziel rausgerufen und den Trigger, und dann hat er den einmal so angekratzt, dann oben nochmal kurz ein bisschen hier rumgeguckt. Und jetzt zum Mittwoch aber deutlich unterrissen, und der hat sich auch wirklich schwach präsentiert, das muss man schon klar sagen. Wäre das nicht fast jeden Mittwoch jetzt schon so gewesen, dass wir so fast am Wochentief rumgeschnuppert haben, wäre ich sogar fast optimistisch, dass wir richtig rausknallen. Erfahrungsgemäß war das aber jetzt die ganzen Analysen, wo wir gesagt haben, ja, das sieht so gut in die eine Richtung so aus. Oder wo man die ganzen Analysen gesagt haben, es sieht in die eine Richtung technisch sehr gut aus, dann ist es immer genau in die andere Richtung gesagt. Auch aus diesem Grund möchte ich auch diese Analyse auf beiden Seiten fechten. Auch wenn wir ja schon in der letzten Analyse ein bisschen, oder wenn ich betont habe, wo es mir lieber raus wäre. Aber Fakt ist, wenn ich jetzt hier einen Channel ziehe, ja, und den hier oben drauf setze, am Ende brauche ich das Ankerwerkzeug, damit man das auch richtig hinkriegen, wenn ich den hier drauf setze und hier genau auf die Hochs gehe, dann ist es bis hier eine reine Korrektur. Na, ein Seitwärtsmuster, ein Channel, eine Flagge, wie auch immer man es nennen mag, Wimpel und was weiß ich nicht alles. Lässt er das dabei und drückt zum Donnerstag wieder hoch, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass er das macht, was die ganzen Wochen jetzt immer und immer und immer und immer wieder macht. Dass er uns einfach Donnerstag, Freitag die Bude wieder ausgleicht, ja, wieder Druck rausnimmt, neutralisiert und sich wieder oben hinläuft. Ja, das heißt, der Bereich ist für mich hier sehr, sehr wichtig. Ich habe hier so einen Reaktionsfall nach oben drin. Der ist eigentlich schon abgelaufen. Ne, der war nämlich hier schon unten dran in dem Bereich. Ist hier schon einmal hoch. Der ist schon hochgetigert. Der hat den Rücklauf von dem Niveau durchaus schon durch. Der muss jetzt nicht zwingend hier noch ein zweites Mal hoch. Das ist schon fertig. Ne, der ist ja jetzt nochmal runtergekommen. Steht jetzt hier so auf Doppelbodenverdacht. Ja, aber grundsätzlich, er ist ja noch nicht draußen unten. Ne? Und deswegen ist das wichtig, jetzt zum Donnerstag hinzugucken, und da seid ihr wieder gefordert, denn ihr müsst dann wirklich früh schauen, wie sieht's denn aus? Hä? Drückt er denn nach oben? Drückt er denn nach oben sich hier grüne Stundenkerzen? Wenn ja, dann muss ich ihm bis rein in die 810,38 Luft lassen. Donnerstag. Vielleicht sogar höher. Ja, ich meine, wenn der sich jetzt, was hat er die Wochen jetzt immer wieder gemacht? Immer fast wieder so ein V. Nicht bis zum Schluss, aber hat es immer wieder angefangen. Ne? Ist am Anfang, ne, auch hier brachial runter, dann einmal hochgestochen, wieder unten stehen geblieben, dann wieder so hoch. Jetzt hier auch runtergestochen, wieder zurück und stehen geblieben. Sollte das jetzt hier ähnlich werden? Sollte das jetzt hier ähnlich werden? Und er treibt uns zum Donnerstag hoch. Dann kriegt er von mir nicht viel Toleranzbereich. Ich will den nicht zum Donnerstag oberhalb von der 670. Ich will den nicht oberhalb von der 700 rumtanzen sehen. Macht er das, glaube ich, sind wir auch eine 87, 800 eher, sogar 810 bis 830. Und ich meine, wenn er das macht, dann steht er am Freitag auch wieder bei 949. Das liegt quasi fast auf der Hand. Ja, deswegen würde ich ihn oben noch nicht ganz abschreiben. Ja, aber nur damit so noch, also um nochmal herzuleiten, warum ist dieser Trigger hier drin, warum ist der Fall hier drin? Ja, wir hatten gestern gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass der DAX schon direkt richtig runterfällt. Ich hoffe, die Analyse hakt jetzt nicht. Mein Rechner setzt gerade wieder richtig brutal aus hier. Hat richtige Hänger. Ich sehe das, wie die Maus immer versetzt reagiert. Ich habe gesehen, beim letzten Analysevideo hat es dann, wo das auch so war, da hat es immer ein bisschen den Ton abgehakt. Ich hoffe, es geht. Ich kann es leider nicht beeinflussen. Ich kann nichts tun. Außer das jetzt einfach durchziehen. Aber jetzt hat es zum Beispiel auch wieder geruckt. Ich stelle es zurück. Kann es ohnehin nicht ändern. Machen weiter. Genau, mir ist wichtig, dass ihr nochmal das versteht. Warum ist das hier und was hat das natürlich für ein Potenzial? Weil ich sag mal, wenn der Markt das annimmt, wie gesagt, der kann, das ist,
der hätte das gemacht, was er die ganzen letzten Wochen gemacht hat. Das ist nicht so abwegig. Das ist nicht so abwegig. Zerlegt er das aber nach unten, der Kerl, und macht das Muster nackig, dann wird's wackelig. Dann wird's wirklich wackelig, weil wir gucken gleich in den Tagesschart, der hängt es raus. Und wenn da jetzt rote Tageskerzen hinterherkommt, dann beschleunigt die Kiste gegebenenfalls sogar noch auf. Na, da muss man schon aufpassen. Wir hätten auf der Ebene, hätten wir ja durchaus noch so einen Unterstützungsbereich hier um 55 bis 25. Ich, vielleicht sogar, sagen wir mal 15. 15 bis 55. Das wird jetzt hier Unterstützungsbereich. Eher vielleicht sogar die 15. Vielleicht sogar die, das ist hier so 5,25, nicht so ganz leicht identifizierbar. Diese rote Linie hier 5,30, 5,20, das wäre auch interessant zum Donnerstag. Ja, dass sie sich dorthin stößt, dann erstmal wieder zurückzögert, von unten probiert, den Channelbruch zu umkämpfen. Weil das ist jetzt wichtig, das ist ein bärisches Muster. Löst ihr das richtig nach unten aus und bleibt da drunter, ist das ein Schwächesignal. Kommt der aber jetzt hier unten nicht raus, dann hat er wieder bloß nichts gekonnt und dreht er sich dann wieder hoch über 6, über 700, über 27, über 37, über 57. Ah ja, dann steht er wieder an der 800, dann steht er wieder an der 830, dann steht er irgendwann auch wieder an der 900 und der 49. Ne? Von daher, für mich muss er weiter, er hat das jetzt gut angefangen, er hat mich definitiv zum Mittwoch fast sogar überrascht. Ja, ich dachte, der geht hier noch auf seine 87 runter, auf seine 77, das haben wir besprochen, haben aber auch gesagt, der muss eine Umkehr kommen, der muss hoch, der muss grüne Kerzen zeigen, ansonsten geht er noch bis zu 37 und dann bestimmt an die 67, fuchtelt hier erstmal rum, macht das nicht gleich schön, macht den Trigger nicht ganz sauber, haben wir ja so gestern gesagt, okay, das sehen wir ja, genau das hat er getan. Ne, und hat die 77 auch ganz klar direkt durchlaufen. Da kann gar keiner auf eine Idee gekommen sein, Long zu gehen, weil da war nicht eine signalgebende Kerze für Long drin. Und der ist einfach gerade durchgefallen. Hat die komplett ignoriert. Na? Und ja, Punkt. Also, das ist ein schönes, schwaches Auftreten gewesen. Aber der soll da jetzt bitte dann auch weitermachen, drunter gehen. Das hat gut geklappt. Oder was heißt gut geklappt? Der hat schön durchgezogen. Aber da muss jetzt mehr kommen, damit das beherrscht wird. Wenn er sich jetzt auftritt, hilft nichts. Ja, und wir sehen das jetzt im Tageschart. Das bestätigt eigentlich das Ganze nochmal, weil wir stehen wieder aus dem Band raus. Und aus dem Band raus bin ich immer unheimlich aufmerksam. Weil was kann auf dem Band raus passieren? Ne, natürlich, der kann wieder einen richtigen Trendlauf einläuten. Aber es gab schon mal ein paar solche Situationen, erinnert euch. Die haben wir auch aus dem Band unten rausgehangen. Die, da haben wir auch unten aus dem Band rausgehangen. Da haben wir auch schön vorher einen Doppelboden kaputt gemacht. Hier hat er auch so eine Art Dreieck oder was auch immer es sein sollte. Hat er auch schön nach unten aufgelöst. Aber der muss jetzt unter dem Mittwoch weiterarbeiten. Eine neue rote Tageskerze dahinter stellen. Dann kommt hier richtig Schwung rein in die Bude. Ja, wenn da jetzt eine grüne Tageskerze hinterherkommt. Ja, boah, also. Ja, dann ist es so. Dann dreht er auch wieder um, dann steht er auch wieder bei der 900, dann steht er wieder bei der 49. Ja, das wird so wahrscheinlich auch werden dann halt. Ne? Von daher, wir achten da jetzt drauf. Wir sind noch im Trendbruch. Wir sind noch nicht in einem richtig schönen Abwärtstrend drin. Wir sind noch nicht so, dass wir sagen können, okay, Short, der wird jetzt anlaufen. Ne? Wir sind im Ausbruch. Wir haben das Signal gesetzt. Jetzt geht es darum, das Signal zu bestätigen. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, um hier eben weiterzukommen und eben auch mal wieder Ziele anzupeilen, die hier liegen, die an dem Doppelboden liegen, hier um die 310, das ist ja eine gut gespielte Marke, auch die 1550 ist eine gut gespielte Marke und dann muss man ja auch schon sagen, haben wir die 200-Tage-Linie schon bei 14.800 dann auch bald kommen, das sind dann die drei Stationen, die unten raus wichtig wären, wenn der jetzt hier weiterarbeitet, ja, 310, 550, 1480, das sind die Ziele, dreht es sich um, macht uns grüne Tageskerzen jetzt dahinter. Ja, gut. Dann, ihr wisst es. Ja, dann geht er wieder hoch. Dann ist es so. Ja. Das heißt natürlich auch, dass man dann auch Long probieren darf halt. Na, auch wenn es schwach wirkt, aber wenn er da jetzt nicht bestätigt und wenn er jetzt sich nur nach oben hin aufbaut, kann man durchaus Long probieren. Das ist legitim. Das ist legitim. Das ist erlaubt. Ja. Ich würde sie unten tief absichern, also ich würde sie unten definitiv absichern, da würde ich keinen Long haben, wenn der weiter unten unter die Tiefs fällt. Ja, das ist für mich keine Longzone mehr. Ja, so wie wir oben gesagt haben, würde ich nicht Short noch halten wollen, und so würde ich hier unten dann eben auch keine Shorts mehr halten wollen. Ja, aber wenn der anzieht, ja dann mitgehen halt, probieren, mit dem Geld schwimmen, das ist immer wichtig. Ne? Dann im Zweifel auch mal eine Analyse zurückstellen halt, wenn man sieht, der Markt läuft aber einfach in die Richtung, der läuft, wie er läuft halt, ne?
Den juckt das ein Scheiß. Dann Matt. Jo, okay. Damit haben wir alles abgedeckt, alles angeguckt. Ich glaube, ich bin sogar schneller als sonst. Aber es ist ein klares Bild. Ja, es ist wirklich ein klares Bild. Und von daher zum Donnerstag halt einfach Augen auf. Augen auf beim DAX-Kauf oder beim Short-Kauf oder wie auch immer. Ne? Aber passt hier gut. Also ich glaube auch, dass Bewegung kommen kann. Ja, wir haben Bewegung. Der Mittwoch, der war schon richtig. Der war doch lecker, oder? Was der hier 9 Uhr für Kerzen rausgestellt hat. Jam, 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 jam. Also das finde ich schön. Das finde ich schön. Das würde ich mir wünschen, dass er das ein bisschen beibehält. Noch gerne bis zum September, bis zum Septemberverfall, bis zur Septemberwahl, bis zur Bundestagswahl. Wir haben es ja auch so ein bisschen angekündigt, ne, dass ich schon davon ausgehe, dass der zieht, dass er versucht auszubrechen, dass er oben und unten reißt. Ja, und das fängt jetzt an und das ist eigentlich schon schön, ne, weil das sind schöne Strecken und wenn man so große Strecken hat und man beherrscht es, Verluste zügig sich zügig von Verlusten zu trennen, dann ist das sehr lecker, weil man schön viele Punkte für die Trades bekommt und die eigentlich auch immer direkt anlaufen. Da ist nicht viel mit hin und her und hin und her. Und von daher würde ich mir wirklich wünschen, dass, also für euch auch würde ich mir wünschen, dass die Volatilität jetzt hier so dann auch bleibt, vielleicht sogar, wenn es sich nicht gar sogar noch aufbläht. Na, hier wurde jetzt zwar gesagt, das lag jetzt an EZB und das lag an, da werden noch ganz viele Gründe kommen. Glaubt mir, man findet die passenden Nachrichten hinterher immer dazu, aber primär, wir laufen auf den wichtigsten Verfallstermin des Jahres zu und das ist der Septemberverfall. Und das ist ein großer Hexensabbat, wir haben die Bundestagswahl, na, der DAX, der wird aufgesetzt, da kommen neue Werte rein. Die Großen, die jetzt noch drin sind, verlieren an Gewichtung. Die Leute müssen diese Position dort reduzieren, um die anderen mit aufzunehmen. Das sorgt für Umschichtung. Also, wir haben schon wirklich Potenzial für Bewegung und ich fände es schön, wenn er dann jetzt auch wirklich die laufen lässt halt. Ne? Nicht wieder zurück auf die 900 und dort zur Seite, bitte nicht. Also, ja, dann aber auch bitte auch gleich oben raus dann halt, ne? Also dann gerade durch einmal, das fände ich dann auch okay, da wäre ich dann auch mit einverstanden. Aber sieht schon ganz spannend aus. Also das macht mir auch viel, viel mehr Spaß zu analysieren, wie wenn wir jeden Tag hier 50-50 spielen müssen und der jeden Tag einfach nur auf der Seite dann rumhampelt. Weil umso mehr Volatilität drin ist, umso mehr dominieren Ängste, Gier, psychische Aspekte und umso besser greift auch immer Charttechnik. Weil die natürlich diese Muster, also dieses Aufeinanderprallen von Gier, Angst, na, auch Angst, was zu verpassen und so weiter. Die Muster gibt es ja immer wieder im Chart, wenn man die Situation immer wieder hat, die Menschen immer wieder gleich reagieren. Und dadurch entstehen die Muster und umso mehr Volumen da drin ist, umso besser greifen die dann auch. Und das ist schon schön. Ja, also von daher, ich drücke euch die Daumen, dass der Donnerstag schön schön wird. Und ich glaube, wir haben ja aber schon noch ein paar schöne Tage vor uns. Da muss man jetzt nicht alles zum Donnerstag das Pulver verschießen. Wer da der Meinung ist, boah, nee, oh, puh, das kriege ich gerade gar nicht gegriffen. Mal kurz den Tag halt einfach sein lassen. Na, dann schnappt man sich den Montag oder den Freitag oder wie auch immer. Da ist noch genug Platz. Und nach der Wahl bestimmt auch noch. Ne? Nach einem gesunden Verfall hast du auch noch mal eine Woche gut Bewegung. Und von daher hoffe ich, es bleibt dabei. Hoffe ich wirklich. Hoffe ich wirklich. Ne? Ich würde es mir schon wünschen. Ich mache hier aus und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.